Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Jeden Freitag ab 12. Präsentiert vom Sanitätshaus Göldner in Eckenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnstorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Grüß Gott. Bei Vilsbiburg ist ein Auto in die Vils gestürzt. Ein Ehepaar aus dem Kreis Landsberg kam ums Leben. Vermutlich konnten sich der Mann und die Frau nicht aus dem Unfallauto befreien und ertranken. Großbrand in der Neujahrsnacht in Landshut. Gebrannt hatte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Die Helfer mussten 27 Menschen evakuieren. Zur Betreuung der Evakuierten wurden unter anderem eine kleine Feldküche und ein Zelt aufgebaut. Am Freitag nimmt die neue Erstaufnahmeeinrichtung für Asylwerber in Deckendorf ihren Betrieb auf. Allerdings werden die rund 500 Menschen noch in Containern untergebracht. Die Bauarbeiten an den Gebäuden ziehen sich noch bis 2018 hin. Die Gegner der geplanten B15 neu südlich von Landshut planen wieder eine groß angelegte Protestaktion. Am Samstag, den 10. Januar, sollen entlang der drei diskutierten Trassen in Landkreisen Landshut, Erding, Mühldorf und Rosenheim bis zu 300 Mahnfeuer entzündet werden. An diesem Namen dürften sich die Geister scheiden. Eltern aus Passau haben ihrer Tochter den Vornamen Mercedes gegeben. Der Nachname der Eltern lautet Benz. Wenn die Tochter will, kann sie sich also Mercedes-Benz nennen. Falls die Tochter aber nicht auf Oberklasse-Autos steht, ist das auch kein Problem. Die anderen beiden Vornamen des Kindes lauten Lilly und Marie. Und weitere Nachrichten haben wir für Sie unter radio-draußennetz.de.